Wir haben jetzt unseren eigenen Club, also tritt bei. Bei Los Davidos Gamingos oder dem Hashtag Dave. Und jetzt viel Spaß beim Video. Manche fragen, hey Dave, wie geht es deiner... Na, schaut auf die Schrift. Latte so. Und ich sag dann immer... M2. Und damit kämen wir zu einer der verbleibenden Driftzonen. Wir haben relativ wenig Driftzonen noch. Ich glaube, wir haben gerade so ein bisschen schon über das Thema. Eieiei, M2 Driftauto, geil. Wir haben so ein bisschen über das Thema Energy Drinks und die Größe von denen gesprochen. Rockstar gehört tatsächlich zu Pepsi. Relentless, das wusste ich, gehört zu Cola. Und Red Bull gehört zu 0,0% mir. Oh, ist aber auch einfach ein geiles Paket, Digi. Ha! Da fotografiere ich jetzt beide mal, Kollege. Ja, es gibt noch ein, zwei Driftzonen, die wir machen können. Die machen wir jetzt. Zu wem gehört Monster? Als ob ich einen Sandsturm habe. Andi sucht nach seit einer Woche nach einem. Teleportier dich zu dem Haus ganz links und du wirst mehrere haben, Andi. Ich hatte jetzt schon fünf oder so. Nein, Quatsch. Zwei, drei. Zwei, drei aber mit Sicherheit schon. Da kommen ein paar Pünktchen, die wir direkt investieren können. Sauber. Automeisterung Nummer 1, Nummer 2. Fuhrpark. Lachs! Ich muss aber sagen, ich finde den zum Driften tatsächlich nicht so geil. Tut mir gerade echt leid, aber ich komme mit dem Holden tausendmal besser klar beim Driften. Oh Gott, das ist eine Offroad-Driftzone. Warum wird das auf die Map nie so einmarkiert? Aber dadurch, dass er ein bisschen untersteuern, da ist es hier vielleicht sogar ganz gut. Ja, Mann! Neue BB und 3 Sterne, Digi. Next Level! Alge Lachs! Nein! You're the World Champion! Ego Maxima Twitch, danke für den Sub und den 5. Oh, ich habe Sachen zum Einsammeln.
Gib 1 Million Credits für Upgrades aus. Ah, und 2 Millionen. Warte mal, ich muss noch mal eine weitere Driftzone suchen. Oh, Automeisterung, warte. Ja, hoffen wir auf ein Fähigkeitslied. Ruhrpark 3. So, ganz kurz, was haben wir hier noch? Auszeichnungen. Dave is quick! Und Matix, danke dir für den Prime Sub. Ehre, Diggi. Merci und moin moin. Warum kann ich so manche Driftzone noch nicht? Otro Mundo und ein Stern in allen Drifts. Oh Gott, dann hätte ich wirklich in allen Driftzonen einen Stern. Der deinen Namen trägt. Oh, nicht so weit weg. Wo ist denn der Zielort hier? Ah, das kann ich sogar ganz entspannt fahren, oder? Und wieder zurück in den Sandsturm! Gott, wie schnell man mit der Zunge arbeiten muss, das ist ja furchtbar. Ich weiß, that's what she said, Tom, aber ja, letztendlich super unrhythmisch. The Root Sandstorm, ja, verstanden. Och, Bernd Brot. Wer hat dir denn an die Niere gepinkelt? Oh no! All you need is coffee. Bam, 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 bam. All you need is coffee. Bam, 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 bam. All you need is coffee. Coffee. Coffee's all you need. All you need is coffee. Moin, Mensch! Mein Tag war bisher wunderbar. Und ich hoffe, deiner war es auch. Und jetzt hast du Wochenende. So wie Jay von Pete's Meet. Beginnt das ja schon am Freitag. Rechts abbiegen. In 400 Metern schaffst rechts abbiegen. Oh, da ist nix Petapel. Ich muss die holen, sorry. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Noch, dass ich gleich mehr Bonustafeln gesammelt habe, weil das ist nice. Nur noch 3 Stück, dann haben wir gleich auf. Dann sind wir gleich auf! Dann haben wir gleich auf! Dann sind wir gleich auf. Okay. Du hast dein Ziel erreicht. Was ist dein Ziel?
Wie gesagt, für Offroad ist der M2 top. Gefällt dir diese Driftzone? Mir gefällt es dir. Rise on the Storm. Bam. Verdiene 3 Sterne in allen Driftzonen. Da geht er ab, ey. Was geht ab, Alter? Komm, jetzt gib mir eine gute Belohnung. Gib mir some good. So, jetzt will ich eine gute Belohnung haben. Komm, gib mir was Gutes. Da. Hä? Okay, das meiste ist sonst passiv. Die Viper besitze ich doch schon. Ja, die muss ich dann für 250.000 oder so mal verkaufen. Ein Auto der Klasse C. Damit sollen wir auch nochmal driften und eine Driftzone abschließen. Abschließen. Welches Auto nehmen wir? Haben wir irgendeinen... Oh, Dodge Charger. Familie, mein Junge! Familie! Bandoleros, Diggi. So. Ich gehe mal kurz zu dem Horizon Festival und ich verkaufe meine Viper für 250.000. Wird mit Sicherheit ja einer wollen, oder? Wait, wo ist die... Ach, da ist das Auktionshaus. Ja, lass mal einfach mal laufen. Rein in die Auktion. Nice. Bin mal gespannt. Ehrenmann. Ehrenbruder ist das. Love 46. Thank you very much for the raid. Welcome everyone who is just joining the stream. Welcome to every raider. What have you done? Some iRacing? Which series? Which car? Racing VRS with Audi GT3. Ah, that's nice. Rechts abbiegen. As far as I heard, the Audi is quite hard to drive, but one of our guys really likes the Audi, so did it go well or were you punted away? We will do a 10-hour race in Suzuka tomorrow. Good luck already. Good luck for that. Du hast dein Ziel erreicht. Suzuka sounds good. It's good on Suzuka. Yeah, very many fast corners. With a mid-engine car, I think it's quite good. It sounds nice. I plan to go back to iRacing for a little bit. November 23rd. With the Porsche GT Cup. I think the Porsche GT Cup will be quite a nice car for 1 week. And I will see if I can go to 3K iRating and more. At the moment I am... I've seen you are already above 3K, right? At the moment I'm...
Much lower, but... I will come back. I'll be back. Thank you. You too. Suzuka is a very demanding track. Almost no breaks. Always have to stay focused. Yes, here. Thank you very much for the raid again. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Did the game crash yet? Not for me. FP2 absolutes Chaos zum Start. 17 Fahrzeuge gleichzeitig rausgefahren, die fahren gerade Schlange hintereinander her. Uff. Da ist das Ziel. Ah, diese Driftzone ist das. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob es das richtige Auto ist. Moderner Supersportwagen. Ja! Nice. Okay. Ah, 4,1k vor 2 bis 3 Wochen, jetzt bei 3,839. Okay, cool. Hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen nochmal reingeschaut. Okay, ich will es eigentlich machen, ne? Let's go! Das ist nur die Blitzerzone. Ja, die Driftzone ist echt geil. Die ist super, super lang. Wie ein Dönerspieß. Come on. Jetzt geht's ab. Okay, was tippt ihr? Wie viele Punkte holen wir? Was denkt ihr, wie viel wir in dieser Driftzone an Punkten holen? Oh, Nachrichtenzentrale. Wuh, die Viper wurde verkauft. Ehre an den Käufer. Geil! Mindestens 3. Nice. Lupo, wart ab, die Driftzone ist länger als die blaue Wegstrecke, die wir gerade hatten. Jetzt geht's ab. Links unten sehen wir auch die Kilometer, 6,5 Kilometer. Sauber. Ah.
Auch Allrad ist kein großes Problem. Solange man die Handbremse hat, ist alles okay. Gut, die 3 Sterne werden jetzt auf jeden Fall easy. Eine 500.000, glaube ich. Sag mir nicht, dass es die falsche Driftzone war. Kann man die auch von unten nach oben driften? Ja. Geht. Ich fand halt eine Sache cool, nämlich habe ich kurz mal einen anderen Streamer zugeschaut, der FA 5 gespielt hat. Nämlich Stei. Dem hat's gefallen. Das Problem, was ich gesehen hatte. Ja, auf Allrad, auf Schotter dürfte der Allrad besser laufen. Weißt du, natürlich muss ich jetzt, während Andi hier im Stream ist, 3-mal innerhalb von 20 Minuten in den Sandsturm kommen. Wow. Das Spiel hat sich auch echt ein wenig eine gemeine Art ausgedacht. Andi sucht nach einer Woche nach einem Sandsturm und ich komme 3-mal direkt in 20 Minuten in den Sandsturm. Stufe 84, meine Güte, ey. Alles gut, ich kenne das mittlerweile. Andi, wie like, kennst du das auch, wenn die ganze Welt gegen dich ist? Nö. Oh, 240 SX, BMW 325i, okay, Subaru BRZ. Ach, da in der Viper, in der Los Campos Driftzone. Wo ist die Los Campos Driftzone?
So ein Wegpunkt dahin wäre schon ganz nett. Las Dunas. Warte mal, wie hieß der Punkt? Wo soll ich driften? Los Campos, okay. Wurde es eventuell einfach nicht übersetzt, oder? Bin ich gerade einfach komplett doof. Kannst du Musik anmachen? Oh, stimmt, die ist fertig. Danke für den Reminder. Rechts oben, danke. Da waren Gäste zumindest vom Bumble. Schade, denn die Viper habe ich. Und hatte zweimal. Die Viper schon. Abgrund-Driftzone. Abgrund kenne ich auch nicht. Las Dunas Driftzone 3 Sterne. So. Las Dunas habe ich doch gesehen. Die war hier irgendwo. Da. Dann hüpfen wir mal nach Hause. Holen uns ein neues Auto. Holen uns unser Geld für die Viper ab. Dann machen wir die Driftzone. Und dann machen wir nochmal 20 Minuten Pause. Weil ich kurz Essen fassen muss und. Ja. Das Gegenteilige auch noch tun will. Yes, baby! 264.000 Credits. Sauber. Am Anfang sollte man vielleicht auch gar nicht die doppelten Autos, die man aus den Wheelspins zieht, verkaufen, also direkt verkaufen, sondern ins Auktionshaus stellen, weil es gibt doch mit Sicherheit viele Leute, die die ganzen Autos haben wollen, ne? Gut, für etwas besonderere Autos dann zumindest. Ach, du bist das. Ich dachte, das wäre ein E36. Schade. Nettes Auto, aber. You're the world champion! Dieser Chillus ist auf Tier 2 in der 5. Reihe. Ehre die. Maximale Ehre. Vielen, vielen Dank. Ehre. Ich finde halt Driften einfach super geil in diesem Game. Links abbiegen. Automeisterung. Um diesen Vorteil freizuschalten, musst du Taucherbrille. Let's go. Vorteile freischalten. Oh, Taucherbrille. Jetzt aber. Okay. Churi, danke dir für den, oder moin. Mein Hirn ist kaputt. Was war das denn? Server resettet sich, glaube ich, hier und da. Also, Stand jetzt muss ich sagen, Forza Horizon 5. Spiel, geil. Server bisher. Rechts abbiegen. Leider nicht so medium rare, sondern halt wirklich durch.
Ja, für alle Leute, die jetzt gerade im Stream vielleicht frisch dazugekommen sind, Samstag, Sonntag sind die Streams um 9 Uhr morgens nicht mehr geplant. Ab 16 Uhr soll es dann losgehen. Sag nicht, dass es 135.000 Punkte sind. Nee, 150.000, okay. Das Campus müsste unter dem Stadion sein. Danke. Mit dem BMW komme ich auch nicht so gut klar wie mit dem Holden halt. Automeisterung brauchen wir nicht, weil ich will Alge. So, Moment. Ja, gucken wir nochmal, ob ich eine Driftzone noch habe hier irgendwie. Warte mal, was meinst du, Bumble? Los Campos müsste unter dem Stadion sein. So, dann wechseln wir mal schnell das Auto. Verbindung wurde unterbrochen. Ich frage mich, wie es am 9. November aussieht, wenn die Leute, die halt bis jetzt nicht dabei waren, weil sie nicht die Premium-Edition haben, dann plötzlich mit dabei sind wieder. Habe ich das die ganze Zeit übersprungen? Uff. Sollte wirklich was essen gehen. Danke, Bambi. Bei nächster Ziel erreicht. Okay, 200.000 ist herausfordernd. Thank you.
100 Metern hast du dein Ziel erreicht. Herausforderung. Soll ich schneller durchdriften, Andy? Taucherbrille. Habe ich eine Idee. Ich bin gerade wirklich so geschickt, Traktor. Copy. Drift-Auto, ne? Ist nur mit der Viper halt die 200k zu knacken, deswegen. Ooh.
Noch ein Kirschkern, also. Mehr Speed, ja, das Problem ist. Muss halt eigentlich die perfekte.
No. Du hast dein Ziel erreicht. Bei nächster Gelegenheit enden. Bei nächster Gelegenheit kriegst du aufs Maul. Ich habe Elite Series 2 Controller, Freund Captain. Puh. Seite ist besser. Bei nächster Gelegenheit enden. Okay, let's go. Das schaffen wir. Hohe Geschwindigkeit beim Entry Drift und dann war schon hin. Hallo die Marie, du musst, wo genau stürzt es ab oder startet es erst gar nicht? Bei den meisten, wo ich es jetzt gehört habe, hat irgendwas mit dem Antivirus geholfen. Fernab von Antivirenprogrammen bietet mir nur noch Grafikkartentreiber oder so ein. Der E-Set funktioniert bei mir zumindest. Bei nächster Gelegenheit nutzt du die Warschau Banking. Die Forza Horizon Entwickler haben ein paar Apps verlinkt oder in der Liste zusammengetragen, bei denen das Problem dann gibt. Wollte ich die Drift-Folge so eine halbe Stunde lang haben. So ein paar 20 Minuten lang.
Wow. Oh, super. Danke, Forza.